Seid herzlich gegrüßt auf meinem Kanal Anis Welt. Heute möchte ich euch von meinem Dolmenbesuch in Bürger erzählen. Der Dolmen, den ich besucht habe, nennt sich 18D. Bürger liegt in Hümmling, im Emsland, in der Nähe von Papenburg. Zuerst möchte ich die Eckdaten dieser magisch wirkenden Stätte näher bringen. Der Ort selbst liegt nur 40 Meter über normal Null und hat ca. 2800 Einwohner. Viele der Häuser in Bürger wirken sehr anschaulich, da sie mit großen Flintsteinen errichtet wurden. Erstmals wurde dieser kleine Ort 854 nach Christus in den Klosterschriften Corveis erwähnt. Germanische Stämme siedelten sich erstmals um das Jahr 0 auf dem Hümmling an. Rund um Bürger befinden sich zahlreiche neolithische Monumente der Trichterbecherkultur. Neolithisch bedeutet, dass diese Monumente in der Jungsteinzeit von 12.000 bis 9.500 vor Christus errichtet wurden. Sie sind der Ausdruck der Kultur und Ideologie der damaligen Zeit und kennzeichnen die Funktion der sozialen Entwicklung. Megalithengräber, auch Steingräber oder Hünenbetten genannt, sind die ältesten Grabbauten, die in Norddeutschland nachgewiesen wurden. Die volkstümliche Beschreibung Hünengrab, abgeleitet von Hühne, was sich auf Mittelhochdeutsch Hyune und das Niederdeutsche Höhne mit der Bedeutung Riese zurückführen lässt. Das Steenhus 18D ist sehr leicht zu finden. Schräg gegenüber befinden sich genügend Parkplätze. Direkt gegenüber befindet sich ein Bolzplatz. Über eine kleine Steintreppe, die, wie ich vermute, nachträglich eingefasst wurde, gelangt man zu den großen Monolithen. Ein kleiner Aufstieg mit großer Wirkung. Auf der Anhöhe angelangt, wirken die bis zu 2 Meter hohen Steine majestätisch. 9 von den ursprünglich 11 Dachsteinen sind noch erhalten. Von den 11 Tragsteinen der Längsseiten fehlt nur nördlich ein Trägerstein. Der Zugang in der Mitte der südlichen Längswand besteht aus 2 Trägersteinen. Der genaue Aufbau der Monolithen wurde auf diesem Bild nachgestellt. Ursprünglich umgab das gesamte Großsteingrab ein ovaler Steinkranz. Leider ist nur noch ein einziger Stein davon übrig geblieben. In einem kleineren Steinkreis hat es sich ein Eichenbaum gemütlich gemacht. Der Dolmen insgesamt ist mit hohen Eichenbäumen umgeben. Das Gesamtbild des Dolmens wirkt sehr harmonisch und ich kann diesen Ort zum Verweilen sehr empfehlen.
Einen ereignisreichen Ausflug dorthin wünscht euch Arnie.